Sieh mal, er wacht auf. Herr Doktor, Herr Doktor. Ich weiß, wie schwierig das alles für Sie ist. Hören Sie mich nicht? Sie leiden an etwas, das nennt man Locked-in-Syndrom. Ich weiß, Sie können mit den Augen blinzeln. Also werden Sie einmal blinzeln für ja, zweimal für nein. Ich hatte eine Herzattacke. Ich werde irgendwann wieder sprechen, mich wieder an alles erinnern. Das wird schon wieder, Monsieur Bauby. Das wird wieder. Das wird wieder. Er versteht alles. Er versteht alles. Nur durch die Fantasie und meine Erinnerung kann ich meiner Taucherglocke entkommen. Und was das Buch betrifft? Ja, er hat mit uns seinen Vertrag abgeschlossen. Er würde es gern machen. Er spricht? Ich dachte, er kann nicht sprechen. Er spricht. Er verständigt sich auf eine bestimmte Weise. Ich habe das Gefühl, mein Leben war nichts als eine Aneinanderreihung kleiner Fehlschläge. Los, schicken Sie mir einen Kuss. Wie schön sie ist. Na los. Die Chancen, die man nicht ergreifen wollte. Die Glücksmomente, die man sich entgehen ließ. War ich blind und taub zugleich oder brauchte ich erst ein Unglück, um mir über meine wahre Natur klar zu werden? Sie müssen an das Menschliche in Ihnen glauben. Nur so werden Sie überleben. Fell into the ocean. You became. Ich kann mir vorstellen, was ich will, wen ich will und wo auch immer. Ich kann meine Kindheitsträume ausleben. Hört er mich? Es dürfte nicht leicht für einen Vater sein, mit seinem Sohn zu sprechen, von dem er nur zu gut weiß, dass er ihm nicht antworten wird. Du bist der erstaunlichste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ich möchte mich jetzt an mich erinnern, wie ich war.